Fesseln. Es ist wie Liebe auf den ersten Blick. Ich bin seine Betriebsehefrau. Service und Küche sind wie Hund und Katze. Immer? Nein. Der Raul und der Mikscha sind wie ein Herz und ein Sinn seit 10 Jahren in Rübersee. Hallo. Ich habe den Raul im Riverside kennengelernt. Ich habe den Mikscha kennengelernt am 1. Oktober 2009. Der Raul hat seine Kennenlernrunde gemacht und eben dann hat er plötzlich die Türe aufgemacht. Es ist wie Liebe auf den ersten Blick. Wir haben uns ziemlich komisch angeschaut. Der Raul hätte nicht damit gerechnet, dass irgendjemand hinter der Türe steht. Ja, vielleicht hat er mich schon gesehen. Und ich habe mich einfach gewundert, ja, wer kommt jetzt in mein Zimmer rein? Wir haben als letztes gestritten. Wir haben uns das letzte Mal gestritten, vermutlich wegen unserem Mittagessen. Ich glaube, es war extra personale Teile. Raul wollte ein Veggie-Menü haben und ich wollte nur die Beilagen von allen Menüs nehmen. Ich glaube, mir geschafft mehr Personal wählen dich nicht. Ich habe dem Raul gesagt, Gottfried Stutzschuschu, jetzt mach nur einfach das, was ich dir gesagt habe. Event, wo drüber und drunter gehangen ist. Der letzte Event im Riverside, wo du richtig drunter und drüber gegangen ist. Eine Baufirma gesehen. Die haben uns leer gefressen. Es war nicht das Essen, sondern es war ein Gefressen. Ein Verband hat bei uns einen Anlass gebucht. Die Herrschaften haben sich mit 25 Personen vorangemeldet. Und ich vergesse den Herrn nie mehr, wo der zu uns gekommen ist. Und gesagt, ihr, meine Herren, seid keine Referenz für diesen Betrieb. Kurze Zeit später sind ungefähr 400 Leute gewesen, so dass es auch ein mitreichendes Verkehrschaos ausgebrochen ist, weil sie haben ihre Autos überall, aber tatsächlich überall abgestellt. Auf gut Deutsch hat er gemeint, wir sind zwei riesen Halbschirme. Wir haben eigentlich gar keine Ahnung, was wir machen. Am meisten nervt mich am Mix. Mich nervt am Raul am meisten. Das ist eine Vergesslichkeit. Er vergisst sehr gern, sehr schnell. Der nimmt Sachen genauer, wo ich sage, okay, das ist jetzt nicht so relevant wichtig. Ja, das ist das. Er sagt bei Sachen dann wiederum, ja, es geht schon irgendwie, wo ich sage, oh, okay, jetzt müssten wir langsam irgendwelche Gedanken durch den Kopf gehen lassen. Am Mikscha mag ich oder liebe ich seine Freundschaft, die wir haben, seine Einsatzbereitschaft. Auch wenn es das Gefühl hat, jetzt geht es drüber und drunter, kann ich mich auf ihn verlassen und er zieht mit. Ich mag an Raul sehr, dass er konstant ist. Wenn ich irgendwelche Probleme gehabt habe, stand er immer zur Seite. Wir pflegen eine sehr harmonische Beziehung.